Die erste Lektion des Krieges: löscht den Feind aus. Und zwar Generäle ebenso wie Fußsoldaten. Wir wollten die Alt-Lviviner doch vernichten. Eure Soldaten werden ihrem Charme erliegen, wisst ihr? Wenn der Albtraumbaum mein ist, soll sie mir als Feuerholz für den Hain dienen. Schade, ihr wart nicht sehr schlau. Vielleicht hätte ich euch einen besseren Posten geboten. Tötet sie! Ach ja. Endlich mal wieder Metzeln. Willkommen zurück zu Let's Play Guild Wars 2. Die haben den Gerät ausgelöst. Oh, geil. Man hört schon wieder. Wie, ist er war schon tot? Nee. Nee. Also einer von den dreien wurde gekillt. Haben irgendwie eins verschiedene Hacker. Einer von euch sagte nämlich, reicht das? Ich fühle mich gut. War das mein Todesschrei oder was? Nein, die haben mich gefangen. Ich brauche Hilfe. Oh, toll. Oh. Danke. Ach, ich hab den Haupttypen hier. Was macht ihr da? Spürt die Schmerz nicht genug Ausdauer. Schmerz. Okay. Schmerz. Oh, hinter mir war noch ich hätte zwei so kleine gesehen und dachte mir, hey, die mache ich schnell fertig, dann haben wir weniger Gegner, aber dann kam der große Typ auch noch hin. Ich fühle mich gut. Den hab ich grad auch irgendwie. Aber die anderen beiden sind fast tot, also wenn die weg sind, dann sollte es einem deutlich einfacher sein. Hoffe ich zumindest. Nicht, dass er alleine schon ausreicht. Der eine hat noch Zustände von mir, hoffentlich verreckt er noch. Ah. Oh. Nein, dann nicht. Nein, es darf hier nicht enden. Hallo, ja. Löst doch aus, warum machst du das nicht? So, es ist Zeit zu fliehen. Ne, Zeit echt einen Schaden auszuteilen. Er kommt. Macht er irgendwas? Ja, der verwurzelt. Aua. Ja, nervt. Verwurzeln ist mir ja gerade relativ egal. Flieg hier hinten. Spür die Wut. Hä? Ich bin hier. Achso, ich habe ihn schon wieder gelesen. Er ist Kamera angelaufen. Scheiße, das ist nicht gut. Oh, jetzt konnte er mich auch. Qualität setzt dich in die Sache. Ich bin. Au. Mit der Pose, die er gerade gemacht hat, brauche ich gar nicht weitermachen, weil. Er hat mich umgeknüppelt und dann mit dem Schwert mir den Exitus gegeben. Alter Schwede. Euer Healer ist tot. Na, das ist ein. Lass mich. Leuret. Lass mich in Ruhe. Nee. Scheiße. Oh, nee. Leuchtend. Aha. Oh nein, er kommt. Das schaffe ich nicht. War klar. So kurz davor. Ja, dann alleine kommt er jetzt wahrscheinlich immer angerannt, oder? Ja. Wenn du kein Pet hast, ja. Ich kann auch nicht, wir haben wirklich lange durchgehalten. Nee, ich kann meinen Feuervogel holen, aber der bringt nicht so viel. Naja, geht nicht. Ich
will Mario weitermachen, das geht schneller. Ja. Ja, mach lieber Mario, weil ich hab gar keinen. Ich bin auch auf Null. Oh. Ich hab jetzt nichts. Boah, ouch. Ich weiß nicht, wie ich es mache, aber irgendwie. Komm ich immer wieder auf die Beine geschlagen. Aber du hast immer nur so ein Zip für Leben. Oh nein, ich hab dich fast! Alter, ich gerade noch so ein ganz kleines bisschen. Hat er dich gewone-hittet? Alter, mein Balken, ne? Da sind nur 2 Pixel grau oder so, dann wäre er voll gewesen. Ich meine, 99% oder so, und dann sterbe ich. Also, das Prinzip bleibe ich jetzt hier liegen, damit mich einer wiederbelebt. Ja, ich bin gleich da. So. Autsch. Das ist ja wie mit den 99 Mauern im Gefängnis. Oder den 100, eher gesagt. Falls ihr den Witz kennt. Wenn es so ein Witz ist, ist ziemlich schlau. Das sind halt 2 Leute, die sich mit dem Löffel da unter den 100 Mauern durchbuddeln wollen. Und nach 99 sagt der eine so: Ne, lass mal aufhören, ich hab keine Lust mehr. Der Löffel ist dumm. Ja. Ich weiß auch nicht, der irgendwie ein bisschen, ein bisschen mehr drumherum war oder so. Das ist schon echt lange her, dass ich den gehört habe. Aua. Alter, ich bin von den Blumen gestorben, Alter. Ich wollte gerade fragen, warum du so seltsame Schwankungen in deinem Leben hast. Das... Ja, die müssen habe ich aber auch. Also ich versuche die vorher schon abzuschießen. Das Leben ist ein Geben und Leben und ein Kommen und Gehen. Ne? Na, da vergängen die Blümchen. Aber was? Es ist noch zu früh zum Sterben. Aufstehen. Es ist noch zu früh zum Sterben. Aufstehen. Ja, habe ich auch gehört. Ich darf mein Tiergefährten nicht verlieren. Ich hab mein Bestes gegeben. Ja, schön, diese Mini-Blümchen sind doch echt lästig. Findest du? Also ich schieße sie einfach locker weg. Piu! Ja, das schon, aber du musst die erstmal abschießen, weil die sie tatsächlich sonst killen. Tab 1. Profit. Viecher. Was ist nun los? Oh, oh. Da waren irgendwelche Viecher. Ja. Ach, hier jetzt runter, okay. Ich wende doch für euch jetzt keine Einung ab hier. Mal diese vergänglichen Blümchen da weg. Nein, hör auf. Boah. Da fängt die ja auf ihn ab. Den Leuten und fertig los. Echten Schaden anzurichten. Alter. Bin schneller als ein Centaur. Das war beeindruckend. Hier sind die Wurzeln. Spürt die Wut. Ich fühle mich gut. Erntet den Sturm.
Sound zu sehen wie Protoss, ey. Ich finde, er hört sich an, als ob er irgendwie auf dem Klo sitzt und richtig arbeiten muss. Mal so eine halbe Geburt. Aha. Bin schneller als ein Centaur. Ich glaube, er hat die Akku auf mich gerade, kann das sein? Der wechselt immer, glaube ich, oder? Ja, scheint so. Erhebe dich, meine Kreatur. Und zieh ich ihn als andere zu mir. Okay, dann nicht. Könnt ihr mal ihn herlocken? Ne, hat sie erledigt, die Falle ist weg. Ja, Laurent, ich habe ihn mal geliebt. Mehr als irgendjemanden auf der Welt. Oh ja, war ja auch stark, ne? Kann man ihn ja auch mal lieben. Das sagt man im Sommer. Ich glaube, ich habe einen Baum gefunden. Ja. Ich warte nicht, ob das Geld hier ist. Alter. Unterbrecht mich nicht mal. Faulein, euer Kleinod soll mir gehören. Ich habe Schwache verdorben und Verbündete gegeneinander aufgehetzt. Ich habe meinen Wert bewiesen und nehme euer Kleinod mit in den Hain. Der blasse Baum wird sich vor mir verneigen. Vevina! Fasst den Baum der Verderbnis nicht an! Wir lassen nicht zu, dass jemand eure Eitelkeit huldigen muss! Wie schön! Publikum! Ihr werdet die ersten Zeugen meiner wunderbaren Verwandlung sein! Und ihr werdet die ersten sein, die sich verneigen und mir ohne Frage huldigen! Ich weiß nicht, was dieser Baum ist, aber einer, der ist besser von hinten angreifbar. Achso, da lang. Faulein Höhle entdeckt. nö, das greife ich nicht an. Das ist mir zu groß. Was? Das ist wie bei der Tutorial-Mission ganz am Anfang, wo sie dieses Elementarteil hatten. Falls du dich noch erinnerst. Nö, ich erinnere mich nicht, aber es kann ein tolles Bild abgeben. Kann man jemand den Geist wegmachen? Geist? Ja, danke. Ach da. Ja, so ein Quatschblatt. Die Nerven. Gut, ich denke mal, ich habe ein gutes Bild. Die Hilfe zu schätzen. Tja, in Sachen Geistern. Ui, war eine Call. Ach, langweilend da. Ich fühle mich gut. Und fällt zu Boden und hat halben Schaden gekriegt. Ey! Hat er mir so ein Veteran direkt vor die Nase gestoßen, was soll der Quatsch?
ich auch noch weglaufe. Nee, doch nicht auf den. Hä? Was ist nur los? Vevinas kranke Jagd nach Verehrung ist vorbei. Meine Freunde bringt mir nichts zurück. Doch der Hain ist sicher. Hab Dank für eure Tapferkeit. Gemeinsam haben wir uns der Finsternis gestellt und sie bezwungen. Aha. Die Finsternis greift mich gerade an. Ach, süße Beute. Ach, Geist. Warte mal, noch ein cooleres Bild. Zwei sogar. Hey, Material lagern. Ja, das war Fahrt 1. Hier ist keine Truhe. Ich hatte eine. Ja, eine quasi, die man selbst angezeigt bekommen hat, aber da in dem Raum war keine Truhe. Doch. Aber du hast auch hier diese Nachricht gekriegt, oder nicht, statt einer Truhe? Ja, genau. Sehr schön. Danke fürs Zusehen.